So, Freunde, an sich wollte ich gar kein Video machen, weil jetzt ist Sommerloch, Sommerpause etc. pp. Aber wenn so eine Sache hier passiert wie Han Solo, der Film, der Han Solo heißen soll, laut Kathleen Kennedy. Ich meine, ich habe mir wirklich alles angesehen, auch im englischsprachigen Raum vor allen Dingen. Da geht es ja richtig zur Sache. Mal eben so feuern, ist klar. 3 Wochen vor Todesschluss, 3 Wochen vor Filmende. Nun, dass da jetzt die Juristen, in Amerika sind die Juristen, ihr kennt die juristischen Spielfilme. Da geht es jetzt richtig zur Sache. Wem gehören die Rechte? Wem gehören jetzt die Rechte von Han Solo? Ja, den beiden, ja, Disney. Ja, kommt natürlich auf die Klauseln an. Im Moment liest man im amerikanischsprachigen Raum, so geht es ja richtig zur Sache, sogar der Schauspieler selbst. Sogar der Schauspieler selbst ist in Misskredit gekommen, der hat sogar einen Trainer bekommen. Er hat einen Trainer bekommen, wie er den Han Solo zu spielen hat. Also hat er sich irgendwie doch nicht so dermaßen auf die Rolle eingelassen, hatte die also nicht studiert, hatte er mit Harrison Ford nicht gesprochen, wie er die hätte vielleicht angedacht, hat er sich das vielleicht doch anders vorgestellt. Nein, und zwar, es sind junge Regisseure, denen man gesagt hat, tobt euch aus. Und die haben es gemacht. Man muss mal alles richtig lesen. Also die haben es bildlich, wörtlich genommen, wir toben uns aus. Sie haben auf nichts geachtet, sie wollten einfach einen frischen Film machen, einen frischen Han Solo Film, und der ist ihnen entglitten. Wenn man sich das wirklich alles anschaut, was die da geliefert haben, auch die Bilder und Hintergründe, also wer im amerikanischen Raum jetzt mal richtig Han Solo eingibt und da rumwuselt, bekommt eine Menge mit. Und wenn ich ehrlich bin, am gewissen Alter, ob uns das da so gefallen hätte, denn es wäre sehr viel Slapstick geworden. Man kennt diesen Schauspieler aus seinen Filmen, wenn man ihn so sieht. Viel Aussage hat er nicht, er steckt nicht viel in die Figur hinein. Er hat halt mal diesen Kunstgriff gemacht vom weißen Pferd in weißen Klamotten, so einen halben Salti an so einem Baum, und dann hat er rumgeballert da, wie sie die Tricks da gemacht haben. War eine gute Akrobatik, aber er bringt es nicht so rüber. Er ist kein Harrison Ford, ist jetzt auch nicht der Darsteller aller Darsteller. Und ich würde sagen, es könnte ganz schön nach hinten losgehen, weil die Bildrechte, wie gesagt, die beiden das zugesprochen bekommen möchten. Ist klar, sie haben ja auch die Bilder gemacht, sie haben auch experimentiert. Sie haben es versucht, aber ein bisschen auf 21 Jump Street, also jedenfalls 21 Jump Street. Den Film habe ich mir auch angesehen, könnt ihr euch auch ansehen. Der war auch ein bisschen, ich meine, Han Solo Jugend, so jung war er da nicht, um die 30. Wie er den gespielt, also live echt war er 35, wie er Episode 4 gespielt hat. So, wie gesagt, wir wissen das alles, ich wiederhole mich jetzt auch nicht, ich bleibe jetzt auf den Film jetzt hier, Han Solo mit den neuen Darsteller, Carissian. Ich meine, die Darsteller, die jetzt kommen, haben nicht so viel Flair, nicht so viel Aussage. Wenn die Kamera sie gut einfängt, mit guter tiefen Schärfe das Ganze, und das Ganze auch richtig ausleuchtet, wird sicherlich gut rüberkommen, weil die Making-of-Bilder, die sahen ja immer grottenschlecht aus. Also ich mache heute hier mal so eine visuelle Geschichte, weil es geht um Han Solo als tragbaren Film. Wir warten alle auf den zweiten Teaser im Juli, August soll er kommen von E8. Von E8 hört man nichts Schlimmes. E8 funktioniert, ist ja auch Star Wars. Der neue Regisseur, der Willow gedreht hat, so schlecht war er auch nicht. Gut, Willow war nicht so angesagt. Willow ist immer noch nicht angesagt. Willow ist jetzt nicht der Film aller Filme. Aber es ist unter Lucas gedreht worden. Lucas hat nun mal, auch Kathleen Kennedy hat eine Vorgabe, wie was sein soll. Und da sollte man nicht von abweichen. So ist es immer. So, ich komme da wirklich ins Schmunzeln. Ich komme ins Stottern. Ich muss schon sagen, komm. Mach die Kamera an, ich habe jetzt echt Lust dazu, was zu sagen. Als Filmemacher weiß ich, wie hart es ist, wie schwer es ist, überhaupt einen Film zu machen, um überhaupt alles zusammenzubekommen. Wer viel Geld hat, bekommt alles, und am Ende kommt nichts bei rum. Geht auch. Man kann mal eben 270 Millionen ins Klo schütten. Ja, alle freuen sich, alle haben Geld bekommen, aber am Ende hat man nur Ärger. Und das macht Walt Disney nicht. Walt Disney hat noch nie Ärger gehabt. Ich meine, Willow ist ein Flop. Ich meine, Disney hat auch viele Flops, so ist es nicht. Alles, ne? Bambi ist jetzt auch nicht der Film, der mich jetzt über die Schulter rollt. Ja, oder Dschungelbuch. Ich meine, es sind Hammerfilme, aber es bewegt mich jetzt nicht so. Ne? Meiner einer.
Okay, Karibien, das gefällt mir. Ich warte wirklich darauf, dass ich den Film bald in Genuss im eigenen Home-Kino mir anschauen kann. Ich gehe jetzt nicht andauernd ins Kino, weil nicht jeder Film super ist. Ich warte, dass er halt im Stream-Bereich kommt, dass ich ihn streamen kann, mir anschauen kann, mit mehreren sich ansehen, darüber sprechen, weil die analoge Welt gefällt mir natürlich auch. Bei mir stirbt so langsam die analoge Welt, ich bin ja mehr im digitalen Bereich zuständig. Ich helfe natürlich hier weiterhin im analogen Bereich den Menschen, die zu mir kommen jetzt hier. Diese sogenannte Star Wars Lounge ist ja jetzt mittlerweile nur noch Hobby. Die Ware, die jetzt hier ist, Ansichtssache, also man kann die ansehen und sagen, bestellst du mir oder ich bestelle sie mir selber. Die, die sich im Computerbereich nicht auskennen, Online-Bereich nicht auskennen, für die trete ich dann ein und helfe denen dann. Um das mal gesagt zu sagen, ich bin hier in der Star Wars Lounge, die es immer noch gibt. So, wir bleiben aber bei Han Solo. Han Solo könnte der erste Wahnsinns-Flop bei Star Wars werden, weil die Juristen doch der Meinung sind, dass die Filme, also das Material, die beiden Regisseuren gehört und da kann eine Menge auf uns zukommen, vielleicht gar keinen Film. Oder die drehen neu. Denn am 10. Juli drehen die den Rest mit dem neuen Regisseur. So, wenn man, okay, das sind Vollprofis. Episode 1 war nur 18 Drehtage, vergesst das nicht. Episode 1 waren 18 Drehtage. Mehr haben die nicht gedreht. In den 18 Tagen wurde 1 gedreht. Und der Rest war Computer. Alles Computer. Also ist schon machbar. Man kann innerhalb von Tagen einen ganzen Film machen. Ja? Wenn man diszipliniert rangeht, gut bezahlt und viel Geld im Rücken hat, kann man innerhalb eines Monats, also 4 Wochen, kann man einen Film machen, der Superlative, ja, aber, also die Rohdinger, also das Rohmaterial vom grünen Raum, ne? Im grünen Raum könnte man innerhalb von 4 Wochen, wenn man 15, 16, 20 Stunden pro Tag richtig reinhaut, ja, auch übernächtigt oder den einen dann 2 Tage pennen lässt, dann wieder vor die Kamera zerrt, also innerhalb von 4 Wochen ist ein erstklassiger Blockbuster zu schaffen, ja, drehen, stopp, drehen, mehr nicht, so. Und dann kannst du natürlich, um diesen Blockbuster dann ins Kino zu bekommen, 2 Jahre dauern, bis er dann endlich ins Kino kommt, durch die Tricktechnik, die dazukommt. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Also in den 4 Wochen einfach einen Film drehen, ist wirklich sicherlich nicht alles dann da, was man braucht. Ja, aber wäre machbar. Ja, bei Han Solo, wie gesagt, drehen die jetzt auch nochmal ab 10. Juli 2017 den Rest. Und dann, der hat jetzt auch einen Coach gekriegt. Der Schauspieler hat einen Coach bekommen, wie er den Han Solo zu spielen hat und wie der Han Solo rüberkommt. Nur was hat man davon, wenn man die letzten 3 Wochen, okay, wenn man die letzten 3 Wochen dreht, ja, kann sein, dass in den 3 Wochen mehr Filmmaterial dann da ist, wie man dann später braucht, dann haut man vielleicht doch eine Menge Tricktechnik da rein. Und dann ist Han Solo vielleicht doch gerettet, obwohl er dann nachträglich nur 3 Wochen gedreht hat. Ja, also die drehen ja an sich ein halbes Jahr, aber wie gesagt, 3 Wochen fehlen. So, wenn sie, ne? Also man kann innerhalb von 4 Wochen, wenn man strange arbeitet, einen erstklassigen Film nachher zaubern. So ist es nicht. In der heutigen Zeit ist es machbar, weil es schon alles vorgegeben, das holt man, macht man, packt man rein und dann läuft es. Also, Han Solo kann ein Flop werden, aber Han Solo könnte auch ein toller Film werden. Lass uns mal überraschen. Ich meine, im Moment sieht es böse aus. Für den Schauspieler selbst, der steht wirklich in der Feuerkritik in Amerika, müsst ihr alles mal lesen. Und halt die Geschichte selbst, weil im Moment heißt der Film Han Solo. Mehr nicht. Red Cup, keine Ahnung, was das sein soll, da der erste Schlag da, Red Cup. Aber in Wirklichkeit Han Solo. Han Solo. Wie Han Solo. Ja, da lassen wir uns überraschen. Also die 12 Parsecs sehen wir sicherlich, dann sieht man da, wie der Falken da den Carissian abgenommen wird. Carissian, keine Ahnung, welche Rolle er dann da, keine Ahnung, er wird wohl ziemlich slapsig rüberkommen, vermutlich mal, da irgendwelche Szenen werden da sicherlich, der ist ja ein Schmuggler. Ne? Und er ist überall angeeckt.
Ja, mit allen Ärger. Also er wird sicherlich mundarttechnisch rüberkommen, irgendein Schabazahat übers Ohr ziehen, dass er dann hinter ihm her ist. Dann die diversen anderen wird er irgendwie übers Ohr gehauen haben, gut reingeredet haben. Komm, ne? Er wird ziemlich viel getrickst haben, um dann an die Gelder zu kommen. So ungefähr. Er wird so ein Han Solo halt. Ne? Ja, machen wir mal nicht den Han, ne? So in der Richtung, Han Solo. Han Solo wird sicherlich so ein Schlitzohr, so ein, ja, irgendwie so ein Schlitzohr mit auch Sprachausgabe, wird sicherlich Han Solo werden. Okay, das ist aber mehr ein Abenteuerfilm und kein Western, ne? Ah, lass uns mal überraschen. Okay, ich wünsche was, viel Spaß. Achten wir mal drauf, was aus Han Solo wird.